Vom Seminarraum der Universität direkt in die Schule und die Lehr-Lern-Theorien und das Fachwissen mit den Schülerinnen und Schülern umsetzen? Das klingt gut und das wünschen sich viele Lehramtsstudierende, um eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Die an der Universität Kassel angebotene Lehrveranstaltung Mathematische Modellierungstage setzt diesen Wunsch in die Tat um. Durch das Teamteaching der Lehrenden aus der Fachdidaktik und der Fachmathematik erhalten die Studierenden zwei Perspektiven im Hinblick auf das mathematische Modellieren und erfahren die Vernetzung der Fachgebiete in einer Lehrveranstaltung. Nach vorbereitenden Seminarsitzungen geht es für die Studierenden drei volle Tage in die Schule, um Gruppen von jeweils 5 bis 6 Lernenden beim Lösen komplexer Modellierungsaufgaben zu betreuen und das eigene Verhalten dabei zu reflektieren. Hierdurch erleben die Schülerinnen, Schüler und Studierende die Anwendbarkeit von Mathematik im Alltag und erfahren die Möglichkeiten und Bedeutung einer interdisziplinären MINT-Bildung. Also ich finde es halt super, weil man lernt halt, wie man alle Berechnungsarten, die man in der Schule kennengelernt hat, einbezieht und wie man das für die späteren Berufe halt auch anwenden kann.